bevor das Video beginnt, lasst doch als erstes gerne erstmal ein Abo da. Wir sehr, sehr gerne, um mich zu supporten, meine Maps. Für den allerbesten Practice einfach nur Reason eingeben oder die Map kurz, die jetzt im Screen eingeblendet sind. Codes findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Werdercode Reason7 im Itemshop nicht vergessen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video mache ich ein Part 2 der Only Sniper Challenge in Unreal Ranked. Euch hat das Ganze beim letzten Mal so gefallen, dass ihr alle nach einem Part 2 gefragt habt. Und jetzt ist endlich die neue Sniper draußen. Ich habe sie, muss ich sagen, noch nicht viel gespielt. Ich habe nur von vielen gehört, dass sie echt schlecht ist. Und wenn ihr mehr von solchen Content sehen wollt, dann lasst jetzt schon mal gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann tragt ihr noch meinen Creator Code Reason7 im Itemshop ein. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. So, ich habe mir tatsächlich einen Plan gemacht bei diesem Video. Und ich habe mir natürlich wieder Gedanken gemacht. Wie schaffst du es wieder, diesmal einen 10-Kill-Win zu holen bei der Sniper-Only-Challenge? Und zwar, ich habe nicht viel Gold hier gerade. Aber ich muss mir erstmal genug Gold fahren, weil da vorne kann man tatsächlich sich eine Dings kaufen. Man kann sich eine Sniper in Snooty Steps kaufen. Und deswegen müssen wir uns erstmal ein bisschen Gold zusammenkratzen. 300 kostet die. Und ich habe schon so viele Tries gehabt, dass mein Gold ausgelaufen ist. Das heißt, ich habe nicht mehr genug Gold. Ich will in der Runde vielleicht wieder so ein 12 bis 10 Kill Win gehen. Das wäre natürlich perfekt, aber ein Win overall wäre schon sehr, sehr stark. Und hier ist schon der erste Gegner und jetzt haben wir ein Problem, weil ich habe noch keine Sniper und ich brauche den Safe. Safe aber tatsächlich schon abgebaut. Der Safe ist hier. Die Frage ist, darf ich den Typen jetzt töten ohne einen Sniper? Eigentlich nicht, das ist lachhaft. 300 Gold, ich versuche jetzt mal kurz wegzulaufen. Maybe lässt der Typ mich auch kurz weglaufen, das wäre sehr korrekt von ihm. Zack, ich kaufe mir die jetzt hier. Und ihr seht, ich habe nur einen Schuss dazu bekommen. Das heißt, ich brauche unbedingt eine God-Ammo-Chest, weil daraus kriegt man Sniper-Ammo. Ich glaube, aus dem normalen gibt es gar keine, wenn ich ehrlich bin. Da ist eine God-Ammo-Chest, perfekt. Da haben wir direkt eine. Ich würde sagen, Fist haben wir auch direkt. Die Runde sieht bis jetzt gut aus. Und ich gehe jetzt gleich erstmal für die ersten Kills. Mein größtes Problem werden auf jeden Fall diesmal die Medaillons. Weil die Medaillons sind sehr, 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 sehr hart zu töten, muss man sagen. Vor allem nicht diese Season, weil halt ein Medaillon so viel Leben gibt. Das andere kann man durchgehen mit Rennen. Und deswegen wird das sehr, sehr hart. Das heißt, wir dürfen dem Medaillon nicht so zu nahe kommen. Weil, außer ich Headshots halt nehmen. Warte, maybe kann ich was machen. Maybe kann ich hier Pickaxe, bevor ich ins Auto gehe, und den Typen dann töten damit. Dann muss er am besten ganz kurz stehen bleiben. Eigentlich muss er kurz stehen bleiben, so dass ich ihn pickaxen kann. Okay, warte, ich überlege mir das. Ich muss am besten ein bisschen langsamer fahren. Okay, ich kann ihn pickaxen. Perfekt. Oh mein Gott, perfekt. Direkt der erste Kill mit Pickaxe durchs Auto. Anders kriegen wir die Leute in den Autos nicht. Aber jetzt haben wir das gute Breach-Head-Medaillon. Und 1 und 2 haben wir. Ich will das Redline-Rig-Medaillon unbedingt noch bekommen. Und ich sage, so ist das Ganze auf jeden Fall möglich. Pickaxe ist natürlich auch erlaubt in der Only-Sniper-Challenge, bevor jetzt hier irgendeiner in die Kommentare schreibt. Was soll ich denn sonst machen? Also, wie soll ich die Leute in den Autos töten? Ich glaube, es wäre sonst gar nicht möglich. Wenn die Leute... Oh mein! Und dein nächster Headshot-Snipe. Das ist die Runde. Gegner. Ich kann nicht auf sein Auto finden. Nein. Wow, warum packen die alle so ab immer? Man merkt es nicht. Let's go! Wichtig. Mehr Sniper-Ammo, mehr Mats für uns. 5-5-5 wieder. Oh mein Gott! Okay, warte mal. Ich kann wieder reinsteigen und den Pickaxen. Nee, darauf hat er auch keinen Bock. Bro. Oh. Ich muss den Typ aus dem Auto pickaxen. Tut mir so leid. Den Typen mit meinem Sniper, warte. Nein, Bro! Es reicht doch irgendwann mal! Ist kaputt, glaube ich, ja. Bro. Oh,
Oh, ich muss den Snipe treffen, Mann. Es ist halt echt schwer, die Sniper. Ich weiß nicht, ob ihr sie selbst schon mal im Rank gespielt habt, aber die Sniper ist sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Also ich würde sie nicht mal, auch wenn es sie im Competitive geben würde, ich würde sie nicht mal carryen. So schlecht finde ich sie, weil der Bullet Drop so hart ist. Man hat nur eine Bullet. Ich finde, die Sniper ist richtig, richtig kacke, wenn ich ehrlich bin. Deswegen ist es echt schwer, damit Leute zu töten. Ich muss echt mal gucken, vielleicht kriege ich hier jetzt echt einen Snipe. Es sind noch 13 Leute da live. 4 Kills haben wir schon. Ein bisschen bin ich hier noch gekommen. Nein! Oh mein Gott! Ich versuche mich zu rammen, ich muss alle drei Sniper reloaden. Das Ding ist, die Leute kriegen es, glaube ich, auch mit, dass ich only Sniper spiele, wenn ich ehrlich bin. Weil, guck mal, der, ja, warum sollte er sich denken, warum hat er drei Sniper im Lokal? Oh oh, ich brauche eine Gitarre. Ich muss eine Sniper droppen für eine Gitarre. Jetzt komme ich von dem nicht weg. Ich baue mal hier jetzt wieder hoch. Also vielleicht ein Headshot-Snipe, die Fight nach unten. Kein. Nein, 130. Ihr seht, was glaube ich, was ich meine. Dieser Sniper ist so schlecht. Ich muss aufpassen, ich habe auch nur 24 Bullets. Oh oh. Der Typ hier eben war schlecht. Das Problem ist, und die Sniper dauert auch so lange, bis man die rausnimmt. Ich brauche einen Kill. Ja, der Typ kommt mir die ganze Zeit hinterher. Der fuckt mich so ab, ne? Okay, Digga, was ist das für eine Runde und warum ist es so stacked? Digga, es sind noch 12 Leute live, es ist ein vor Edge. Reloaden. Die ist jetzt auch mal angesagt kurz. Okay, ich muss jetzt echt chillen, Digga. So viele Leute sitzen in Autos. Kann ich den Win irgendwie holen, ist die Frage. Es sieht nicht zu gut gerade aus, ich bin ehrlich. Es wird hart, ich brauche einen Kill. Oh mein Gott. Nein, das war so ein wichtiger Kill. Und ja, und ich werde vom Bogen gehittet, Mann. Ich bleibe jetzt hier erstmal oben, meine Taktik ist jetzt. Ich bleibe hier oben, dass alle Leute rotieren und versuchen... Headshot irgendwie zu hitten, dann den Loot zu bekommen und dann Highground zu spielen. Und den letzten irgendwie mit der Sniper zu töten. Den muss ich töten. Oh bitte, fuck mich doch nicht so ab, Mann. Er ist unter mir. Er W-keyt ihn. Er replaced ihn. Ich muss einen Kill auf einen von den beiden holen. Bitte, lass es doch einfach, Bro. Auf die andere Seite kommen. Oh mein Gott! Beide mit der Joss, 50 Sniper und wir haben Metz. Und wir haben Song gepult. Was ein Headshot! Das muss sein. Aber so viele Metz haben wir nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kill. Ich darf keinen auf Halt kommen lassen. Bro, wie hittet sowas? Egal, ich hab's mit der Jahr, das ist fein. Ich muss hier ein bisschen derzeit Halt spielen immer. Komm, gib mir ein Halt. Bro, es sind 8 Leute auch noch live. Es ist nicht mal komplett unstacked. Und für den Rank der 130. Vielleicht muss ich auch ein bisschen ruhig auf Highground machen, weil ich jetzt blieb fertig, ich habe echt nicht zu viele mehr. Gewinne ich die Runde. Wenn du bis hierhin kommst, stopp das Video und schreib, ob ich die Runde gewinne oder nicht. Nein, das ist nicht gut. Okay, ich bin runter, weil er keine Schläge mehr hat. Okay, Bro. Ich muss einen Headshot hitten, um ein bisschen Loot bekommen. Nein! Richtig, gute Metz. Komm jetzt ihn da snipen. Oh mein Gott, das war fast ein schöner Flick. Ich glaube, ich brauche meinen Biggie. Den kriege ich eh nicht nochmal durch. Top 3. Es darf einfach keiner auf High kommen. Ich muss höher. Ich muss meine Metz müssen wir essen.
Die dürfen nicht wissen, dass ich da bin, basically. Und sollen denken, ich bin auf Logan. So wie der da. Ja, der dachte, er ist auf Hyde. Aber der ist er da nicht. Er hat sich getäuscht. Da bin ich, Daddy. Oh. I love hard Cardi. Gegen mich. Bitte, Bro. Ich muss ihm einen Headshot-Snipe geben, während er mich versucht zu fliegen. Let's go! Und damit habe ich bewiesen, es ist möglich, auch mit einem neuen Sniper ein Win in Unreal Rank zu holen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihr gerne ein Like da und ein Abo und supportet mich, indem ihr meinen Creator-Code Reason7 im Item-Shop eintragt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen super schönen Tag.